Jo Leute, willkommen zurück auf Rokortis kleiner Farm mit Chris und Marcel und ja. Guten Tag. Geht. Ich bin gerade planlos. Ja, ich wollte eigentlich jetzt so eine Art kleine, was hatte ich vorhin gesagt? Ein Keller. Ja, einen Keller wollte ich bauen, um da die Kisten zu verstauen, weil das Inventar von mir ist schon voll und die Kisten sind auch extrem voll. Das Haus ist ja jetzt soweit fertig. Und was macht ihr so in der Folge? Ich kümmere mich um neue Tiere, dass wir ein bisschen mehr, weiß nicht, Schaf oder Schweine haben. Jo, willst du mir helfen, Chris, beim Ausbauen? Nein. Ach so, pass auf, die Hunde müssen hier vorne in das Gehege, wir haben da extra eins gemacht. Hat er sich jetzt schon Hunde geholt? Oh, Junge. Hier vorne, da kommen die Hunde ja, rein. Was denn? Hier. Ich mache ein Schild dran. Der Hund war da gerade. Wieso soll ich mir den nicht nehmen? Wenn der Hund mir mal hinterherkommen würde. Der schwimmt da im Wasser und der trinkt gerade, Alter. Ich hoffe es für den Hund, Alter. Ich glaube, ich muss noch PvP ausschalten. Warte, wir brauchen mal hier eben den Sand. Für die Kakteen. Wir haben noch nicht mal Kakteen, warum brauchst du? Dass ich das nicht vergesse. Auch gut. Und Leute, ihr könnt mal auf unserer Instagram-Seite vorbeigucken. Jawohl. Ja. Wird jetzt hier eingeblendet. Wie eigentlich in jedem Video auch. Christoph, wenn du gerade nichts zu tun hast, dann bau mal bitte Eichenholzmilch ab. Weil dann, das brauche ich für die Gehege. Haben wir noch diesen Brickstone? Dieses. Warte mal. Das Brutzeln. Nein, aber wir haben noch Cleanstone in einer Kiste, glaube ich. Und wir haben noch Cobblestone. Cleanstone haben wir. Oh, wir haben noch ganz schön viel Cleanstone. Grey Wall. Vielleicht doch. Wo sind Kohle? Ach, da. Gut. Komm da mal rein und dann können wir gleich erstmal weitermachen. Jetzt muss ich erstmal hier den weiter ausheben. So. Soll ich Steintreppen oder Holztreppen machen? Ich würde sagen, so wie du den Boden auch machst. Also Stein, glaube ich, ist besser. So, Brickstone Slips. Eine haben wir sogar noch. Stone Brick. Da sind noch welche. Gut, sind die Werkbank. Ich glaube, das reicht sogar schon. Ah, müsste reichen. Komm. Marcel, wie viel brauchst du denn? So dass ich. Du hast ja das Kugelgehege gesehen, dass das ungefähr so groß sein kann. Ja, ich brauche das Holz, um daraus Steine zu bauen. Ach so, ja. Vielleicht schon. Wir müssen die aber nochmal irgendwie besser machen, die Gehege. Das ist nur so vorübergehend. Ich dachte, wir bauen so eine Scheune oder so. So eine riesige. Und was willst du da reinmachen? Die Tiere mit Gehege und so. Achso, dass die Tiere dann in die Scheune rein. Wie groß soll diese Scheune sein, Alter? Dass die Tiere in die Scheune reingehen und wieder raus. Das ist auch cool. So ein, ja. Oh, warte mal, wo ist er? Da. So, jetzt kommt das Gravel dahin. Zack, zack. Hat noch jemand zwei Gravel über? Ich kann aus dem Birkenholz aber nur Sticks machen, ne? Weil sonst sind die Zäune heller als die anderen. Jetzt muss ich überlegen, wie ich hier die. Mist. Ey, dieser Scheiß Hund will mir nicht folgen, ey. Wird dir auch nicht folgen wollen. Wie mache ich denn jetzt hier am besten so einen Keller? Keine Ahnung.
Wollen wir echt so eine Scheune bauen? Ja, mir egal, wir können auch was anderes. Also ich brauche jetzt erstmal, du kannst auch beim Keller helfen. Das ist auch wichtig. Wieso ist hier überhaupt Schnee? Weil Aaron dann Schnee mal hingebaut hat. Nehmen wir dann von Aaron. Alter. Warte mal, pass auf. Weil wir die Scheune auch oberirdisch bauen können. Das mache ich. Das ist, glaube ich, hier Kacke. Ich dachte, du willst ja jetzt nur ein Lager bauen. Ja, so ein Scheuner, so ein Lager, weiß ich was. Und ich glaube, es sieht cooler aus, wenn wir die... Wenn wir die halt einfach so hier hinbauen. Ohne, dass die halt erstmal in den Keller geht. Ja, musst du aber ein bisschen Platz lassen. Dann nimm dir mal die Erde und mach einfach das Wasserloch dazu. Bau das da hin. Ja, ich wollte die Scheune hier dann so hinbauen. So. Ja, ich sag ja, nimm da, mach das Wasserloch dazu und dann... Ja, genau. Einfach nach hinten weiter ausbauen. Was kann ich denn jetzt machen? Wir helfen. Nein, ich will irgendwas anderes machen. Dann kannst du schon mal, wenn du Bock hast, vielleicht einfach eine ganz große Fläche gerade machen, dass wir da schon mal ein Riesenfeld hinbauen. Mhm. Ein Riesenfeld. Ja, wir haben doch richtige nur so ein kleines gute Feld. Aufgabe. Ja, wir können doch so ein Riesenfeld machen. Also, wo halt ganz viel Weizen wächst. Ja, das haben wir doch schon. Na, das ist ja kein Riesenfeld, das ist ja nur ganz klein. Yeah. Ja, oder irgendwie okay. Was bauen. Erstmal vielleicht einen Aussichtsturm oder so, falls wir uns verlaufen, dass wir wieder zurückkommen. Alles klar. Aber nichts Hässliches. Nee. Kein Kabelmonster. Kein Kabel. Also nicht so, nicht so eine Cobblestone-Scheiße, so. Sondern auch mit Akzenten. Doch. Also nicht einfach so ein Cobblestone-Kackstift, meint er. Ich werde es versuchen. Oh, es ist schon wieder dunkel. Ja, die. Also ja, so langsam. Die Tage vergehen auch hier wie Minuten. Dass gerade schon wieder dunkel wird. Hab ich doch gar nicht gesagt. Ja, langsam. Ich bin auch gerade erst hier nach hinten gelaufen, ey. Brauchst du jetzt einen Turm oder was? Nein, ich hol Holz. Ach so. Okay. Holz brauche ich auch. Ich hol das ganz dunkle Holz. Dahin. Muss ich. Ja, hin? Also von mir aus muss man nicht pennen. Wenn du. Ich habe keine Rüstung, gar nichts. Oh. Ja, ich will auch lieber pennen. Okay, ich komm zurück. Und Gravel brauchen wir auf jeden Fall, das ist auch wichtig. Ich überlege gerade, wie ich die Scheune am besten baue. Boah, voll weit der Weg, ey. Na, schon mal überlegen, wie wir das machen, wenn wir halt wirklich alle Gehege mit so einer riesigen Scheune verbinden wollen. Na, musst ja nicht, also. Ja, ich dachte, das war jetzt Plan. Ja, es reicht ja auch. Wir bauen so eine riesige Scheune und dann... Genau, es wird ja auch eine reichen dann, wo dann vielleicht so vier Abteilungen sind, wo dann die Tiere alle hin unter sich sind, so. Kai, kommst du pennen? Warte, ich hab grad noch Boot gecraftet. Ja. Boah, ich glaube, ich hab einen Plan. Ja, ich hab einen Plan. Wow, Kai, du hast alles wieder aufgesammelt. Oh, nice. Hast du uns zugeworfen gehabt? Brot. Ja. Ich hab 5 Stück. Ich hab gar nichts. Ah, guten Morgen. Ey, das sieht voll kacke aus mit den Fenstergläsern jetzt. Mit dem Scheiben war das geiler. Ja, aber das war richtig doof, weil die sich nicht verbunden haben. Ja, okay, ist egal. So, ja, eigentlich ist die Fläche perfekt, wo jetzt auch schon die Kühe drin sind. Um hier so noch riesige Scheunen hinzubauen. Hier? Ja, pass auf. Hier könnten wir auch so eine kleine Scheune hinbauen.
Ja, pass auf, ich hab Plan. Ich hab Plan. Bauen wir einfach sowas wie Stäuber hin und dann passt das. Ja, ey, ist mal ohne Witz. Einfach so eine... Stäuber für Kühe. Zwei Etagen Stäuber. Nein, pass auf, ich hab schon Plan. Das wird mein Projekt. Das kann auch nicht gut werden. Doch, das wird richtig gut. Bin am überlegen, wie ich hier jetzt so eine Scheune hinbaue. Das macht Marcel doch. Ja, nee, Naja, er macht ja die ja Kleine so für ein, die Items. genau, ihr baut ja so ein Schuppen. Sozusagen. Ich habe eine Idee. Dafür brauche ich Cobblestone und Holz. Cobblestone haben wir wohl noch genug, jawohl. Haben wir dunkles Holz? Bin gerade am Abfahren. Gut, Wollte gerade sagen, wenn du hast, bring wollte am er doch besten gerade. dunkles Holz mit. Ja, da wollte ich eigentlich den Turm draus bauen. Ich habe eine Idee für den Turm. Da mache ich einfach so ein Let's Build. Also ich habe da einen richtig geilen Turm. Den baue ich, den cheat ich einfach im Kreativmodus. Einfach nur zum Ausgucken. Weil der ziemlich geil aussieht, wie ich mit. Also wie ich den gerade in meinem Kopf habe. Nein, Doch, mal ohne Witz. nein, nein, wir bauen. Wir cheaten nicht. Ich wollte gerade sagen, nein. Ja, dann bauen wir den. Cheaten ist nicht. Dann bauen wir den richtig auf. Hier muss auf jeden Fall Gravel hin. So. Das wird jetzt vorhaben, Alter. Der. So. Nee, das ist falsch. Oh Gott, ja, ich So. hab auch ein großes Vorhaben, du. Ich jetzt da. Nee, boah, Ich jetzt habe hab ich meine aber erste Holzfäller. Workbench gecraftet. Als ob du vorher noch keine hattest. Ich hab keine gecraftet, ihr habt die immer gecraftet. Nice. Boah, ich stehe gerade hier vor, die Zuschauer langweilen sich bestimmt gerade, weil ich überlege, wie ich das bauen kann, Alter. Ja, passiert, ne? Sowas gibt's halt auch mal. Ja, muss auch mal sein, da hast du recht. Hol ich mir ein bisschen Cobblestone. Ich brauche dringend mal Dirt. Für Hier, dieses Werkzeuge. Gravier. Oh, Gott, Gott, Gott. Das wird echt ein Mammutprojekt, du. Der macht doch die Gehege erstmal ein bisschen kleiner, die muss ja nicht so riesig machen. Nee, 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 ich fange jetzt mit der Scheune an. Ach so. Sind wir bei Part 10 fertig mit der Map? Nee, 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 nee. Garantiert Meinst nicht. du? Ich glaube auch nicht, Alter, ich glaube nicht. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wie kann ich diese, Ich glaube, hier hat ein Enderman erstmal schön einen Block von dem Baum geklaut. Wie crafte ich diese Zaundinger? Welche Zaundinger? Also diese Steinzäune. Also so wie normale Zäune, nur halt mit Cobblestone komplett. Sechs nebeneinander. Also 3x3. Gut. Entschuldigung. Prost. Danke. Schmeckt nach Pizza. Oh, ich brauche jetzt so ein dunkles Holz. Dann steht hier einmal das aus dem Winterbiom zur Verfügung. Ja, wo ist denn das? Oder das Vierer. Wenn du Ich baue einfach diesen Viererbaum ab hier. Das sieht dunkel aus. ja, dann das ist auch dunkel. Das ist das Dunkelste, glaube ich sogar. Dann musst du aber mindestens 4 von den Setzlingen wieder aufheben, damit wir neuen hinpflanzen können. Ja, das kriegen wir wohl hin. Voll geil, dass hier so einen dicken Stamm hat.
extra schon geholt gehabt. Also ich habe 2 von den Bäumen abgebaut und hatte über ein Stack Holz. Ja, die sind echt heftig. Vor allem, wenn du halt alles komplett abbaust, ne, mit den Armen, also mit den Ästen. Ja, aber so wie jetzt gemacht ist, ist ganz geil. So, es kommt halt von unten locker ran. So, jetzt müsste er sich auflösen. Wohl. Gucken jetzt, ob hier mal so ein Seed rauskommt. Kommen da 4 raus? Ja, bestimmt, ne? Gucken. Na ja, mal nein. Habt ihr die Schlucht hier schon gesehen? Ne, welche? Welche Schlucht? Hier hinten bei diesen dunklen Bäumen. Müssen wir mal alle erkunden gehen. Ich weiß nicht, wo du bist, aber... schon okay. Da sind Tintenfische in der Schlucht. Was? So, jetzt versuche ich mich nochmal hier an dem Häuschen. Boah, das ist bestimmt richtig schwierig. Oh Gott. Mist. Eieiei. Ich hab mir jetzt hier echt was vorgenommen, du. Egal, ja, das ist wenigstens was zu tun. Ja, das stimmt allerdings. Schaufel? Schaufel habe ich noch. Muss man hier ein bisschen was wegreißen. Als ob es gleich schon wieder Nacht wird, was ist das? Jo, echt. Weil man muss sich überlegen, das glaube ich jedes Mal 7 Minuten oder wie viel sind es? Einmal Tag-Nacht-Zyklus ist? Boah, keine Ahnung. Kann sein. Oder 8, irgendwie sowas. Schon krass, wenn du das mal so überlegst. Aber Tiere sind ja wirklich alle. Ja, das ist ganz gut, ne? Wir haben echt voll einen guten Spot. So. Dahin noch einer. Der weg. So. Und ist mich runtergefallen, egal. Alles klar, komme ich mal zurück. So, jetzt muss das hier oben noch verbunden werden. Dieser Eisengolem, ne? So eine Verschwendung. Ja. Ich hab ihn dann, als er den gebaut hatte, wenigstens noch in die Farm geschoben, dass er, wenn der Monster spawnt, die wenigstens tötet. Wie bekommt man Quarz? Hölle. Aus der Hölle. Scheiße. Also rein theoretisch können wir schon die Hölle. Aaron hat ja Diamanten gefunden, dann musst du dir einfach nur eine Spitzhacke machen und kurz Obsidian abbauen. Wollen wir in die Hölle gehen in der nächsten Folge? Boah. Also jetzt ohne Witz, ich brauche dringend Quarz. Weil ich wollte zum Bauernhaus machen, so ein altes. Ja, aber ich würde hier gerne noch weiter bauen. Ja, Chris, kommst du mit in die Hölle? Hm.
Ja, du hast auch eh nicht wirklich was zu tun. In Turning kannst du ja. Lass mal alle pennen gehen. Also es wäre cool, wenn du mitkommen würdest, weil dann wäre ich nicht alone. Kann ich das auch machen. Was? Allein in die Hölle? Obwohl, das ist geil, wenn man das auf Aufnahme hat. Ja, ich glaube auch. Ja, also zweit ist halt, könnte eine Menge Kacke passieren. Zweit ist halt chilliger, weil dann. Marcel, komm pennen. Ich bin auf dem Weg. Super. Also zu zweit wäre halt ganz cool. Weil. Ja, falls was passiert. Und das Portal bauen wir einfach irgendwie hier. Auch in so ein Häuschen. Auf jeden Fall nicht in der Nähe. Warum? Ja, aber das nervt. Das ist total nervig, das Geräusch. Wollen wir das hier in den Berg reinbauen? Wenn wir irgendwo. Ja, das lässt sich bestimmt irgendwie ein. Hier einfach in den Berg rein. So Not bauen wir irgendwann nochmal ein neues. Und das, also reißen das dann ab und stellen es um. Hä, Kai, was baust du? Baust du jetzt einfach nur so einen Eingang ins Lager oder was? Ich wollte das Lagerhaus bauen. Nur mir fehlt Quarz. Okay, jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich den Turm hinbauen soll. Egal. Hä, hey, den kannst du auch da hinten auf den Baum, auf den Berg. Genau, jetzt einfach nur geradeaus und da oben drauf. Machst du dir ein bisschen gerade und dann. Nein, warte, wo bist du hin? Ich rede links von dir, ne? Du weißt, wo ich meine? Ja. Das ist nämlich so ein bisschen erhöht, das ist eh doch viel besser für so einen Turm. Ach ja, ich habe Pilze geholt, falls wir noch welche keine haben. Ja, hab ich mal welche. Ja, Pilze sind immer gut. Okay. Kann man die auch anbauen? Ja, irgendwie kann man die anbauen. War richtig, richtig komisch und irgendwie kompliziert. Muss es irgendwie ganz dunkel haben, aber nicht zu dunkel. Und dann vermehren die sich wohl irgendwie. Können wir mal probieren. Wäre ja auch ganz cool. Bah, das sieht gar nicht aus mit meinem Texture Pack. Ja, eigentlich wäre es vielleicht auch noch so eine Sache, die wir mal überlegen sollten. Ob wir nicht einfach alle dasselbe Texture Pack nehmen. Ja. Weil dann sieht es doch bei jedem gleich aus. Ich meine das Holz, das sieht total kacke aus. Gibt es noch anderes? Ja, ja. Gutes Holz? Aber ich meine trotzdem so generell. Ja, das. Von den Schneebäumen. Das baue ich wieder ab, das sieht total scheiße aus. Oder, Christoph, welches hast du genommen? Das von den dicken Bäumen, ne? Ja. Gut. Dann musst du einfach mal bei der Kuhfarm weiter nach hinten laufen. Dann kommst du dahin. Da ist so ein Schneebiom. Das ist kein Schneebiom gewesen. Doch, da ist eins. Da ist eins, aber also, ich hab's nicht auf dem Schneebiom. Da liegt kein Schnee, aber da sind die Bäume vom Schneebiom. Deswegen. Also das Holz, was ich jetzt so hier hatte, ist echt so hässlich. Das sind so nein, wenn er zu mir kommt und weiter nach hinten läuft. Bei der Kuhfarm nach hinten. Ja. Hier wird gerade Terraforming betrieben. Da hinten sind noch mehr Kühe. Ja, hier. Kai. In die Richtung. Dahin. Da? Okay. Ach ja, da ist es schon. Okay, top. Danke. Weil die Bäume, die ich jetzt hier habe, die sind echt hässlich. Boah, hier ist richtig viel. Wir müssen immer, sobald es geht, die Kühe wieder Nachkömmlinge machen lassen. Jo. Das hier ist wahrscheinlich auch wieder dieses Dark. Oh, gut. Ja, das ist nicht das Gute. Ich muss hier gerade ein bisschen Terraforming betreiben, weil ich ja hier die große Scheune hinbauen wollte. Und ich mir das jetzt so überlegt habe, dass ich die einfach so relativ groß baue, dass ich eine Scheune davon, also auf der Kuhfarmseite ist ja schon eine. Sieht auch nicht aus. Dann kommt eine Farm hinter die Scheune. Also dass sie so quasi drei Eingänge hat an den Seiten und eine, wo man selber reinkommt. Und dass halt an drei Seiten von der Scheune eine Farm hinkommt. Das sieht auch scheiße aus. Ich meine das einfach mit ganz normalen Oakwood Planks. Ey, das sieht richtig. Aber richtig aus. Dafür, ich gehe mal. Weiß gar nicht, wie weit soll ich laufen, wenn ich Erde abbauen soll, weil ich brauche eine Menge Erde. Ja, kannst du irgendwo abbauen einfach. Lauf mal hier so ein Stück in dieses komische Waldding rein, dann bauen wir wahrscheinlich eh nicht ansonsten.
Weiß nicht. Hören wir das irgendwie mit Kalbiston auf oder so? Mach ich jetzt hier so eine Erdeabbaufarm? Mann, scheiße, ich weiß nicht, welchen Holz ich das bauen soll. Boah, einfach gar nichts. Ich wollte gerade sagen, also weiß geht ja auch nicht, also Birke, weil du nimmst ja schon Quarz und dann das nicht aus. Es muss auf jeden Fall was Dunkles sein, aber... Oder warte mal, ich nehme einfach das dunkle Holz. Aber das sieht nicht aus mit dem Dach. Zumindest in meinem Texture Pack. Wie sieht denn das bei euch aus, wenn ich das baue? Also gerade bei mir sah es ganz gut aus. Wie ist denn das Holz von dir von innen? Weil bei mir ist das so komisch braun. Ist das bei dir auch? Gerade relativ weit weg und jetzt wollte ich auch ein... Ja, warte, ich komme kurz vorbei. Also bei mir ist das von innen halt auch braun und nicht so schön weiß. Ja, bei mir ist das von innen auch braun. Welches Holz ist denn bei dir von innen weiß? Eiche. Nur Eiche, ne? Ja. Also ich habe auch gerade keine andere Sache, wo mich vergleichen kann. Gibt's nur vier Baumarten? Es gibt noch Trope. Aber haben wir ja nicht. Dann haben wir aber nicht alles angepflanzt, weil wir kein Trope haben. Ich guck mal, wie das aussieht. Ja, aber wir haben ja auch... Ja, dann kannst du ja, dann kannst du dich auf den Weg machen und Trope suchen, Christian. Ich glaube, das sieht einfach ja, am besten aus. Ich nehme ganz normales Holz. Haben wir noch normales Holz? Ich habe welches, was ich gefarmt habe. Das brauche ich aber selber. Boah, ich mache das jetzt mit normalem Holz. Das ist einfach entspannter. Das andere finde ich echt nicht so geil. Was ist eigentlich dieses Geräusch? Wenn was früher mal da haben sich hat sich eine neue Höhle geöffnet. Was ist denn das jetzt hier? Eine Bedeutung? Dieses keine Ahnung. Was? Das heißt auch nur, dass irgendwo eine Höhle in der Nähe ist. Minecraft-Experte. Also doch irgendwas mit einer Höhle. Ja. Okay, und wo wollen wir das Portal jetzt hinbauen? Ich würde es dann irgendwie hier in den Berg einfach reinhauen. Das hat ja noch Zeit. Machst du da den Turm hin? Ja. Nice. Kann das nicht irgendwie... Warte, wo baust du jetzt nicht? Da, wo du... baust du da den Turm, wo ich dir gesagt habe? Hatte? Das... Darf? Oh shit, das ist ein falscher Berg. Jetzt. Als ob ich jetzt den falschen Berg... als ob... For real? Ja, ich bin dahinter genommen. Also Warte. Von hier oben sieht schon ganz cool aus, finde ich. Geht klar. Welchen Berg hast du jetzt genommen? Ich hab noch nicht angefangen, ich hab das nur ein bisschen umgeformt. Den, wo du jetzt draufstehst? Ne, ich hatte den da hinten erst angefangen. Ach so. Du Mörder. So wird der Erfolg jetzt erst. So. Hier noch einen drauf und hier noch einen drauf und hier einmal noch rüber. Ach fuck. Boah, die Folge ist schon wieder zu Ende, Jungs. Was da, was sagt er dazu? Nee. Halbe Stunde ist vorbei. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bye. Rekord ist deiner Farm. Bis dann. Tschüss.